Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Magdalena Lampert. Ich möchte gerne einen Vorwortfilm noch machen, bevor ich überhaupt richtig anfange. Und zwar möchte ich euch gerne halt berichten, ich kann zurzeit halt nicht gescheit so die Filme machen, wie ich sie gerne gemacht hätte. Da liegt einfach, also das Problem liegt einfach halt daran, mein Computer ist kaputt. Es liegt an den BIOS und ich muss leider Gottes meinen Computer erst Anfang Oktober in die Reparatur bringen. Jetzt kann ich es momentan halt aus geldtechnischen Gründen nicht. Aber sobald halt mein Computer repariert ist, dann kann ich auch euch real dann die Karten richtig legen, wie auch alle anderen Kartenleger es auch machen. Also das heißt mit Mischen und vielleicht halt auch ein Vorwort hat vorfilmen und das kompakt in jede Sternzeichen mit hineinsetzen, ohne dass ich mich immer permanent wiederholen muss. Ich bitte halt um Entschuldigung. Leider Gottes ist das ein dickes Problem für mich. Aber das wird sich ab Oktober sich ändern. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall für den Oktober auch eine Monatslegung für alle Sternzeichen machen. Und ich muss auch gucken, halt, dass ich ja auch andere Dinge noch thematisiere bei den Legungen. Also jetzt nicht nur unbedingt halt immer ein Thema Liebe. Natürlich, das wird viel mehr konsumiert, halt das Thema Liebe. Aber jetzt Beruf und Karriere. Das fehlt halt zum Beispiel. Oder zum Beispiel Gesundheit. Das würde ich halt auch gerne mal mit hineintiefen, aber leider fehlt mir die Zeitkapazität, weil ich bin alleinerziehend. Ich habe ein Problem, dass mein Sohn momentan 2 Jahre alt ist. Er kann ja nichts dafür. Das ist ja auch normal. Und er muss erstmal in den Kindergarten gehen, damit ich dann die Möglichkeiten habe, auch vermehrt Karten legen zu können. Ich werde ab Januar womöglicherweise umziehen, werde hier nicht bleiben. Ich lebe im Ausland, wollte ich nur euch Bescheid sagen. Keine Angst, ich habe auch ein deutsches Konto. Ihr könnt mir natürlich halt auch, falls ihr eine Einzelberatung benötigt, mir auch also mit meinem deutschen Konto, also oder das Geld auf meinem deutschen Konto halt überweisen, so wird es richtig. Und da braucht ihr keine Angst wegen Auslandsgebühren oder je nachdem halt irgendwo zu haben. Ja, also das wollte ich ja auch mal vorweg mal sagen. Ansonsten wollte ich euch sagen, ich hatte Schwierigkeiten gehabt, überhaupt mich zu entscheiden, um Tarotkarten zu legen. Es ist eine Riesenhürde. Wer weiß, was da noch dahinter steckt, woher diese Ängste herkommen, warum ich das nicht gerne legen möchte, aber das hat überhaupt nichts mit damit zu tun. Jetzt, es gibt halt natürlich halt auch Vorwürfe oder halt auch falsch dargestellte Informationen, dass das hier zu Okkultismus gehört oder halt irgendwie in der schwarzen Magie. Ich sage nein, das sind Kommunikationsmöglichkeiten, wo wir halt mit unserer 10. Dimension in unseren Kontakt setzen können. Und weil wir im Grunde genommen halt auch nicht ohne einen Grund auf diesem Planeten hier sind. Wir sind hier, um uns seelisch und geistig uns zu entwickeln. Und wir haben alle irgendwo einen Ausbilder oder seelischen Ausbilder. Und das muss natürlich auch sein, weil es gibt halt immer so parallel in unsere Welt auch etwas, was wir nicht sehen können, ja, weil unsere menschlichen Augen dafür nicht gemacht sind. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, neben dir, neben mir, ist nicht nur dein Schutzengel immer am Stehen, der fast identisch aussieht wie du, sondern du hast auch einen Ausbilder immer neben dir. Und nach deinem Tode wird natürlich dementsprechend halt auch ausgewogen und auch beurteilt, nochmal reinkarnieren oder nicht, oder weiterkommen in die nächste Dimension. Oder du fällst in die unterste Dimension. Es gibt ja, wir sind ja im dritten Dimension. Du kannst ja immer noch halt für dich selber persönlich entscheiden, möchte ich jetzt weitergehen in die nächste Dimension, also in die vierte oder in die fünfte Dimension, oder will ich fallen in die zweite oder in die erste Dimension? Weil wir sind, wie gesagt, in der dritten Dimension. Und die 10. Dimension, das ist ja die allerhöchste Dimensionsebene, die erreicht werden kann. Ich möchte nicht zu sehr vertieft dahin gehen, um zu sagen, wie diese Personen dort aussehen, aber
Personen, die einst mal klinisch tot waren, wissen schon drüber, was ich meine. Die sehen aus wie wir, sind aber nicht, keine Menschen. Das sind keine Menschen. Aber anhand der Quantenmechanik und Quantenphysik habe ich verstehen gelernt gehabt, dass das genauso eine Materie an sich ist, so wie wir auch aus der Materie entstanden sind. Und diese Materie ist was Greifbares. Nur wir in dritte Dimension können nicht darauf hingreifen. Und da greift schon wieder diese Dimensionslehre aus der Physik. Und das wird jetzt wieder zu kompliziert, weil nicht jeder versteht das. Also gerade die Physiker verstehen das, was ich halt ansprechen möchte, oder die Quantenphysiker verstehen das. Aber wenn ihr mehr Interesse haben wollt, also um dieses Thema mal was zu wissen, könnt ihr gerne auf YouTube ein bisschen halt recherchieren und schreiben Quantenphysik oder Quantenmechanik oder Quantenphysik. Bewusstsein. Und es gibt viele Professoren und Doktoren, sogar halt auch Ingenieure, die drüber geredet haben. Und zwar die Forschung kann tatsächlich bezeugen, dass es einen Schöpfer gibt. Das ist nicht gelogen. Es gibt zwar halt Wissenschaftler, die versuchen immer noch gegen zu argumentieren, dass das so halt nicht ist und dass man halt nach dem Tode dann halt nicht mehr existiert in dem Ganzen. Aber sehr wohl gibt es das. Und unser Geist und unsere Seele wandert immer wieder. Sie kehrt zurück, geht zurück, wo sie hergekommen ist. Danach wird sie wieder neu geboren. Also dann stirbt dann der Körper vom Körper und von der Geist. Dann geht sie wieder dahin, wo sie ursprünglich herkommt. Ne? Oder je nachdem. Ja, also das sind halt so diese Themen und ich habe meine Meinung. Ich weiß halt für mich selber persönlich, wer diese Wesen sind oder was das für Wesen sind in 10. Dimension. Wirklich, sie sehen exakt wie wir aus, aber sie sind wirklich viel reiner. Sie sind auch sehr groß. Also während wir 1,70 Meter, 1,80 Meter drumherum sind, sind die über 2 Meter groß. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil schon kann es passieren, dass mal ein oder andere Mal halt irgendwie mich abdementieren wird oder halt mich mal buhen wird. Ich nehme das mal in Kenntnis. Ich sage nur Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit in der Sache Wissenschaft. Ich bin mehr mit diesem Thema normalerweise beschäftigt, als überhaupt normalerweise mit Kartenlegen. Es liegt in der Familie von mir und ich habe einen Ursinn. Und dieser Ursinn hat was mit meiner Seele zu tun. Meine Seele sagt, ich hatte in meinem letzten Leben ja schon mit Damen schon auch zu tun gehabt. Nur in diesem Leben traue ich mich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, warum ich das mir nicht traue. Karma is a bitch. Hat immer so eine Kartenlegerin auf YouTube immer gesagt, und ich liebe eigentlich halt ihre Sachen, also ihre Aussagen, wie sie immer so argumentiert. Ich finde das richtig schön, wie sie das macht. Und es stimmt auch, Karma is a bitch. Und ich habe das aus dem letzten Leben mitgebracht gehabt, dieses Problem, dass ich heute noch Berührungsängste damit habe. Möglicherweise bin ich verfolgt worden damals in der Inquisitionszeit und durfte als Hexe verbrannt werden. Ja, und es kann schon sein, dass es was mit damit zu tun hat. Wobei ich echt noch sagen möchte, heute wieder, ne, mache ich wieder das Gleiche wie damals, dass ich halt den Vatikan und sprich halt die katholische Kirche natürlich anprangere. Warum? Weil die nämlich den Satan Luzifer verherrlichen. Und das ist das, was ich als Verhöhnung sehe. Es ist eine Frechheit gegenüber Jesus Christus, dass man sowas mit ihm macht, weil Satan Luzifer ist nicht Jesus Christus, aber dass dann der Vatikan und halt auch einige katholische Kirche so weit gehen, dass sie mehr den Luzifer verherrlichen, anstatt dass sie überhaupt den hauptsächlichen Gott verherrlichen, den Schöpfer überhaupt, der Urschöpfer, der Vater von unserem Jesus Christus. Und dass unser Jesus der Messias ist, dass der verhöhnt wird, der wird verhöhnt. Und beherrlicht wird Luzifer. Ich verstehe das nicht. Das ist genau das, was im Mittelalter war. Und wir haben heute noch sehr viele alte gotische Kirchen in Deutschland,
wo ihr sogar okkultistische Symbole findet. Sogar in hebräischer Schrift die Ziffer 6, und zwar die dreifache 6. Und das geht nicht. Das ist eine Frechheit. Und ich musste feststellen, dass diese ganzen Religionen, die wir hier auf der Planet Erde haben, leider Gottes alle infiltriert sind durch diese Geheimbundgesellschaften. Und wir müssen ein bisschen klarer im Kopf sein, dass ein strafender Gott nicht existiert. Ein strafender Gott ist kein strafender Gott. Wir haben einen liebenden Gott. Auch die orthodoxische Kirche ist unterwandert. Schaut mal euch die rumänische Kirche, orthodoxische Kirche in Rumänien an. Die haben vor ein paar Jahrhunderten, und ich lüge euch überhaupt nicht an, sogar erlassen gehabt, dass die Männer ihre Frauen züchtigen dürfen, also verprügeln dürfen. Und trotz, dass das Gesetz halt in Rumänien gilt, wie hier in Deutschland oder halt auch in ganz Europa, dass man eine Frau oder auch Kinder nicht schlagen darf, schlagen die Männer heute noch ihre Frauen in Rumänien. Aus traditionellen Gründen. Klar, natürlich, durch die Religion kommt die Tradition und durch die Tradition kommt die Kultur. Aber wenn man sich dann halt fragt, woher kommt das denn? Wie konnte sich denn überhaupt der Oberste von der orthodoxischen rumänische Kirche sich dafür entscheiden, Frauen züchtigen lassen zu dürfen, obwohl das auch eine der schwächsten Glied ist überhaupt unter den Erwachsenen. Klar, es gibt Belege sogar, wo man erkennen kann, dass das aus diesen okkultistischen, orthodoxischen Kreisen aufkommt. Ja, es sind auch Templer, genauso wie es auch beim Vatikan Templer gibt. Die sind überall, die gehören alle zu einem. Und der Vatikan selber hat eine Geheimbundgesellschaft, die P30 nennt. So, und gut, damals hießen die nicht P3 und damals hießen sie auch nicht Freimaurer. Die hießen halt Illuminaten vielleicht. Nee, das kam erst im 17., genauso wie halt auch die Rosenkreuzer aus dem 17. Jahrhundert. Vorher natürlich hatte man das insgeheime einfach so getrieben gehabt. Und da hat man sich selbst gepeitscht gehabt oder man hat andere Leute oder Menschen gefoltert gehabt. Bitte, welcher liebender Gott foltert seine Kinder? Das muss doch einem klar werden. Es kann doch nur Luzifer sein, der sowas halt duldet. Da einfach Menschen foltern lässt. Heute noch, ja, wie zum Beispiel die US Military, wenn die halt irgendwo im Krieg ziehen, ja. Meistens sind das halt die amerikanischen Soldaten, die Menschen foltern. Und gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika herrscht viel Okkultismus. Ganz viel. Gerade in der Musikindustrie, in der Filmindustrie, in der Politik, in den Kirchen sogar. Ich tue da keine Ausnahmen mehr erwähnen. Egal, ob jetzt in der katholischen Kirche, baptistisch, evangelisch, islamistisch, mormonisch, Zeugen Jehovas. Gibt es da noch welche? Buddhismus sowieso, aber Buddhismus ist ja genauso halt gespalten wie alle anderen, nur Buddhismus war ja schon immer so. Hier geht es hier um diesen einen Gott, weil die Buddhisten haben ja viele Götter, so, und während hat der Christentum und der Islamismus ja unwahrscheinlich wie soll ich sagen, ähnelt in Bezug auf ihren Göttertum. Also es gibt ja nur einen Gott bei denen. So genauso wie auch na, hilf mir mal, in Judentum, ja. Der Judentum, aus dem Judentum entstand der Christentum, genauso wie auch der Islam. So, und der Buddhismus ist wesentlich älter von den Religionen her, den wir hier noch auf der Planet Erde haben. Alles andere ist ja erst neues nach der Zeit von Jesus Christus, der Joshua genannt wurde damals. Später halt in der Zeit von dem alten römischen Imperium wurde er Jehwa genannt. Jehwa. Jehova. Jehwa. Joshua. Jehwa. Später Jesus. Ja, sogar der Martin Luther hatte ja 1521 in seine Bibel halt den Namen Jehova geschrieben gehabt. Jehova, weil er es aus dem Lateinischen genommen hatte.
Später wurde das ja rausgestrichen, der Name. Damals in der Bibel wurde sogar der Name Jehova auf Rot gedruckt. Nicht auf Schwarz, auf Rot. Immer rot. Du konntest immer gleich erkennen, aha, da steht Jehova. Ah, da, Jehova, da und da und da. So. Und auch die Jehovas Zeugen sind entstanden durch den Charles Taze Russell, der selber in der Freimaurerei war, also in der Geheimbundgesellschaft. Genauso wie alle anderen auch. So. Und ja, also von daher sage ich halt, überall herrscht Schwarzmalerei. Die katholische Kirche hat ihre schwarze Seite, die evangelische Kirche hat heutzutage ihre schwarze Seite, der Judentum, der Islam, ja, der Buddhismus, die Mormonen, die Zeugen Jehovas, ach, und die Adventisten auch, wollte ich noch auch noch sagen, genau wie die Orthodoxen. Es gibt viele Symbole, wie zum Beispiel das Auge von Horus. Das findet ihr sogar in orthodoxischen Belege sogar auch noch, genauso wie auch vom Vatikan in the One Heaven Great Register Record. Ist auch mit drin, in der Great Seal Symbolzeichen. Die Pyramide, dann der Pentagramm mit dem S drauf, der Christentumszeichen, das heißt dieses X und dann diesen riesen P, ist ein christlicher Zeichen. Ja, also ich habe da viel Respekt in unserer heutigen Zeit und diese kommunikative Ebene, dass ich halt mit den Erzengeln oder halt auch mit meinen Ausbildern, mit dem Schöpfer mich mit damit in der Verbindung setze, das hilft mir. Und leider fehlt mir die Übung manchmal und ich hoffe mir natürlich, und ich bin auch ehrlich zu euch, jeder fängt mal von klein auf an. Aber ich werde sehr schnell halt wieder reinkommen in der ganzen Thematik. Und ich kann nur euch sagen, macht euch nicht fertig oder lasst es nicht zu, euch fertig zu machen von irgendwelchen Leuten, die eigentlich nur alles nachschwätzen, was sie hören, von wegen, da steht in der Bibel so und so drin. Die Bibel ist ja auch nur ein historisches Dokument, was damals gewesen ist. Ja, diese Cargo-Religionsentwicklung, ja, das könnt ihr auch im Internet recherchieren, was das bedeutet. Darauf kommt das auch alles. Ne? Man übertreibt das manchmal im Namen der Religion. Ja, die Engel, die vom Himmel kamen, ich habe noch nie Engel mit Flügel gesehen gehabt. Aber wenn die vom Himmel kamen, wie sahen die denn aus, bitte? Und wenn du einmal sagst, ja, die kamen mit UFOs, dann wirst du als schizophren abgetan. Sag das einmal in der Kirche. Da wirst du nur noch ausgelacht. Aber in der Realität kann das dir keiner erklären, was damit gemeint ist. Aber es gibt halt in der orthodoxischen Religionen oftmals, gerade hier im Balkan, einige Klöster, wo du sogar uralte Gemälde sehen kannst, wo Jesus Christus am Kreuz steht und links und rechts sogar UFOs gemalt wurden. Woher wussten die das denn vor 400 Jahren, wie ein UFO aussieht? Und es sieht wirklich exakt wie ein UFO aus. Also erklärt sich das ja, wie die Engel aussahen. Ja. Und erklärt sich das auch, wie diese 10. Dimension aussieht. Und wer war der Erzengel Gabriel, der damals die Maria beglückt hatte? Das ist der Vater von Jesus Christus gewesen. Und der war ein Plejade, der Gabriel. Deswegen hatte Jesus Christus blonde Haare und blaue Augen, während alle anderen schwarze Haare hatten und braune Augen in Palästina. Gleiche Geschichte wie mit Henoch. Ja. Gut, also ich mache jetzt mal Schluss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt anfangen, halt mal meine Arbeit zu machen. Und zwar mache ich jetzt erstmal halt die Wochenlegung. Nächsten Monat mache ich dann die Monatslegung und die Wochenlegung. Also, bis dann, eure Magdalena.